Herzlich willkommen zur nächsten Lego City Undercover Episode hier auf Vibre Games for You. Wir haben zuletzt den Kran geklaut und sind jetzt kurz vor der Sternwarte, wo wir uns treffen. Mal schauen, was hier passiert. Okay, Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. Ah, ja. Ja, Rex interessiert sich für Astrologie? Ha, ist sicher nicht für Rex. Sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Nun, worauf wartest du? Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutz ihn! Okay, wird gemacht. Würde ich sagen. Wo ist er? Hier ist er. Glaubst du an diesen Sternzeichenkram? Nö. Liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin. Liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin, okay. Alles klar. Sehr gut. Ich fahr den Laster nach hinten. Dann mach das mal. Und jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Sieht so aus. Halt deine Augen auf. Falls wer kommt, kümmere dich um ihn. Okay, was ist das denn? Security oder wie? Ganz so einfach mache ich es euch dann doch nicht. Ihr Scheiße. Ey, ey, ey. Können ein bisschen mehr als die letzten Security Gullies. Geht denn ja? Wie ihr auf den Fuß gedacht, genauso muss das sein. So, haben wir sie alle. Nur ein Schlüssel. Wahrscheinlich für die Sternwarte. Trainiert, Jimmy. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Indem du die Gegend gehauen hast. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. Okay. Zack. Aufschließen. Warum machst du es denn nicht jetzt? Kümmer dich um den Sicherungskasten. Die Kabel gehen zur Kuppel. Wie kommen wir denn da hoch, Mensch? Achso, von da drinnen. Ah, verstanden, verstanden. Machen wir, machen wir. So nicht anders. Wozu braucht er dieses Teleskop zur Hölle? Ich würde es glaube ich besser gar nicht wissen. Jetzt müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Alles klar. Komm schon, in den Kran mit dir. Natürlich muss ich das machen. Ist ja logisch. Jetzt hinten auf den Laster damit. Nach hinten ausgerichtet. So können wir die Polente schon machen. Gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Okay, Mann. Okay. Jetzt muss ich den Laster auch noch fahren. Eieieiei. Okay. Ich bin im Laster. Und versuche jetzt abzuhauen. Aber wir kriegen noch eine Verstärkung durch ihn scheinbar. Immerhin das. Und jetzt? Vielleicht kriegen wir doch keine Verstärkung von ihm. Der macht bestimmt jetzt ganz schnell vom Acker. Wir sind die Dummen dabei. Okay, ich fahre, ich fahre, ich gebe Gas. Boah, ist der langsam. Wie soll ich ihn denn verlieren? Ich habe doch gar keine Wahl. Ich kann nicht schneller fahren. Ich bin das Schnellste, was ich gerade fahre. Verdammte Kacke. Alter, was geht mit euch ab? What the fuck, Alter. Da bist du auf beiden Seiten an mir, ey.
Abkürzung. Nächste Abkürzung. Einzige Chance, würde ich sagen, solche Abkürzungen zu nehmen. Irgendwie. Okay, da ist irgendwas. Wie soll ich denn da drüber kommen, verdammte Kacke? Okay, der fährt da einfach drüber. Dann ist er gut gegangen nochmal. Aber irgendwie haben wir schon zwei Herzen verloren. Durch den Scheiß. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein Superbau, den wir noch nicht kannten. Aber da haben wir keine Zeit jetzt für den irgendwie einzusacken auf der Karte. Und irgendwie bringt es uns halt nichts, wenn wir jetzt hier... Oh, oh, oh. Das war nicht so gut. Sind wir mal derbe ins Schlingern angekommen. Geh weg. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte Kacke. Das kriege ich mit übelst heftig. Warum ist der da abgebogen? Warum fährt da so ein blödes Auto gerade in dem Moment lang? So, hier rum. Bin dabei, mein Freund. Immerhin sind keine Cops mehr da gerade. Bin ich schon mal froh drum. Oh. Rückwärts fahren ist irgendwie nicht scheinbar. Warum kann ich nicht rückwärts fahren, verdammt? Warum geht das nicht? Wir müssen neu starten. Ich glaub's ja nicht. Oh nein. Bist du schon bei der Sternwarte, Chase? Müssen wir das jetzt nochmal machen? Oh mein Gott, nicht im Ernst. Was ist dein Scheiß? Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Na gut. Das Ganze für ein Tausender Stein, nicht schlecht. Oh man, was ein Kackendreck. Das ist noch so ein Ding. Gucken, was hier so abgeht, würde ich sagen. Okay, was haben wir hier noch so? Hier können wir was gießen. Wenn wir schon mal hier sind. Und jetzt eh nochmal zu den blöden Sternwarten-Ding müssen wir das nochmal machen dürfen. Machen wir halt sowas nebenbei mit. Zack, zack, zack. Die sind halt aufgeht, weil ich mein A-Drucken scheinbar nicht gewertet wird. Sehr geil. So. Das hat schon zumindest ein bisschen gelohnt, den Kram hier zu machen. Warum steht da einfach ein 1000er-Block einfach oben drauf? Auch nicht schlecht. Eieiei. So, dann können wir jetzt hier auch die Superbauten mitnehmen. Hier ist nämlich auch noch eine. Ich frage mich, was das für eine ist. Da ist sogar noch ein 1000er Block davor. Okay, gucken wir mal. Eine Stuntrampe, die bauen wir auf jeden Fall. Okay. Kein Problem, Mann, kein Problem. Das ist gerade ganz schön interessant hier irgendwie. Boop Huckleberry war eingeschaltet. Lass mal alles kaputt machen hier. Kaputt machen ist so unser zweiter Vorname. Was sowas angeht. Ey, das kaputt machen ist das ja richtig. Ey, das ist tatsächlich ein 1000er Block drin gewesen. Ich glaub's ja nicht. Nur durchs kaputt machen entdeckt, ey. Wenn es bald so weitergeht, gehen wir hier nur noch so durch die Stadt. Das ist ein 10.000er Block. Ich glaub's nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, da ist aber irgendwie so ein Dings, so ein Rampenteil. Das will ich gerade mal ausprobieren, was das uns bringt. Okay, noch ein 10.000er Block. Alles klar, Mann. Sind gerade hier in der Blockgoldgrube gelandet, glaube ich. Und jetzt hier? Was ist hier los? Werden wir jetzt hier vom Hai gefressen, oder wie?
Okay. Da geht's hoch, okay. Gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Ein tausender Block auf dem Weg. Oh man, was kriegen wir denn hier alles an Steine? Da oben ist noch ein tausender Block. Heftig, heftig. Reinste Block. Noch ein tausender. Paradies hier. Da ist noch ein zehntausender Block hier irgendwie. Weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen sollen. Dann können wir was kaputt machen. Da haben wir einen Polizistengraben. Bitte mal einmal entdecken. Okay, hier geht's rum. Das wird wahrscheinlich genau zu dem 1000er Block oder 10.000er Block. Bald haben wir über 100.000 Steine, wenn das so weitergeht, ey. Sehr heftig. So, was haben wir hier? Ausbuddeln. Ah, was zum Gießen. Und durch das Gießen kommen wir dann an den 10.000er Block. Alles klar. Kein Ding, Mann. Bin alles gemacht. Zack. Perfekt. So und nicht anders. Oh, Mann. Läuft ja schon fast zu rund. Sah schon ein bisschen seltsam aus, dieser Baumstumpf da. Oh, was ist denn das für ein Auto hier? Warum kommen wir da hoch? Gehen wir da erstmal hoch. Lass mich raten, gibt es hier einen schönen Block? Oder gibt es hier einen 1000er Block? Ich dachte eigentlich, es ist sogar ein 10.000er, aber es war wohl nur ein 1000er. Na gut. Und das ist bestimmt ein Rennauto. Oder? Ne, ist gar nichts, okay. Warum immer der denn da rumsteht? Aber da oben sind auf jeden Fall Blöcke zum Zerstören. Die haben wir da eben noch gesehen. Und hast du einen wertvollen Block bestimmt kaputt gemacht? Ja. Genau wie gedacht. Perfekt. 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 Irgendwie kann man da in eine Höhle reinjumpen oder so. Dafür ist bestimmt dieses Rennauto hier gedacht. Versuchen wir das so einfach mal. Irgendwie sind wir jetzt gerade mal wieder ein bisschen von der Story abgekommen, dadurch, dass das blöde Sternwarten-Ding gefailt ist. Aber egal. Ist mir jetzt ziemlich wurscht. Ich finde das hier gerade lustiger, wenn ich ehrlich bin. Okay, es gibt hier ab. Kann man hier irgendwas Cooles machen? Irgendwie nicht so richtig. Okay, sind wir halt hier wieder gelandet. Oh, da kommen wir rein, okay. Zack, zack, zack. Gucken wir mal, was hier oben abgeht. Wollen wir auf jeden Fall auch noch nicht. Fahrpistole. Da ist auf jeden Fall ein Helikopter irgendwas. Hubschrauber Landeplatz. Brauchen wir den auch? Kein Problem. Haben wir jetzt einen Haufen Steine bekommen gehabt. Würde ich sagen. Und da ist direkt der nächste Stein. Da ist nur, wie wir da am besten hinkommen. Okay, das hat wohl nicht geklappt. Warum auch immer. Eigentlich gedacht, dass man damit dahin fliegen kann. Der hat aber einfach aufgegeben. Hier können wir aber was gießen. Oh ja, ja, was geht hier nur ab? Ja, lass mich mal hoch da. Okay. Sieht ein bisschen verrückt aus. Da können wir einbrechen. Können wir die kaputt machen? Okay, da können wir irgendwas machen mit dem Polizisten-Zieharm. Kann ich so zurückziehen. Eins und zwei. Ja,